Hi, hi und herzlich willkommen zurück zu Meridian Welle 2 New World. Ich meine, ich mache das jetzt irgendwie jedes Mal. Ja, heute wartet mal ein leichter Panzer. 10 leichte Panzer mit Automatikkanone und 20 schwere Soldaten auf uns. Ganz ehrlich, die machen wir gleich. Da tun wir gar nicht lange rumkaspern. Und komm, Action. Yo, lass die nächste Welle rein. Yes, stay vigilant. Weil, also, ne? Ich weiß nicht, da würde ich gar nicht lange rummachen. Geht der Zacke hier. Genau, wenn der hier drauf geht, wäre super. So. Nächste Welle erledigt. Hansen hier. This way. Jetzt hat er ja trotzdem überlebt hier. Was ist denn da los, Mensch? Okay, nächste Welle sind 16 Chimären mit Plasmakanone, 12 Soldaten, 12 schwere Soldaten und Bomber. Jetzt ist es soweit. Jetzt brauchen wir Luftabwehr. Machen wir mal 4 Stück hier. Und... ja, gut, dann müssen wir jetzt kurz warten, bis Regeneration eingesetzt ist. Wir könnten mal kurz checken, wie es denn mit der Reparaturbedürfnissen aussieht hier so. Der ist voll, 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 voll und auch voll, okay. Wie war das? Grid war 2, genau. Gut. Du baust mal Kraftwerk. Wo ist es? Da ist es. Brauche ich noch... passt das hierher? Nein. Hier passt eins her. Jo, dann baust du hier mal ein Kraftwerk. Dass wir wieder Energie haben, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Luftabwehr auch. Nämlich nicht genug Energie. Okay, dann müssen wir warten, bis das fertig gebaut ist. Mining's done. So, gleich haben wir es. Hervorragend. Dann brauche ich nämlich hier noch einmal Luftabwehr. Okay, hier sind noch alle voll. Okay. Commander, definitely. Where to? Ich schicke euch jetzt mal ein bisschen auf getrennte Sammelposten hier. My command, ich weiß. Oh ja. Okay, wollen wir es mal riskieren? Ich speichere mal ganz kurz. Gespeichert. Jo. Das Problem ist natürlich auch, wir können ja die Einheiten nicht vernichten, oder? Stopp, nee. Das heißt, wenn wir das jetzt so nicht packen, dann packen wir es wohl nimmer mehr. Steht die Chimäre im Weg, geil. This way. Let's move out. Stay vigilant. Okay. Right away. Coordinates. Here we go. So, lass die nächste Welle rein. Schauen wir mal, was passiert. Give me a target. Ah, da geht's schon mächtig ab hier. Rumsdibums, Alter, da knallt's. Was? Wer braucht Backup? Ja, endlich ist diese Einheit da unten weg. Okay. Schön. Yes. Warum gehen die eigentlich immer so weit rein? Weil ich habe nämlich keinen Bock hier immer die ganzen Chimären dann mit auszuwählen. So, da unten muss ich doch einen reparieren, ne? Machen wir mal schnell. Hier ist auch einer, der ein bisschen rüber... hallo? Komm ich nicht hin. Achso, die reparieren... achso, stimmt, die Chimären, die reparieren sich ja selbst, ne? Glaube ich, oder? Haben wir da nicht irgendwas erforscht? Bin mir gerade nicht sicher, aber gut, helfen wir nach. Storage is full. Jo, Storage ist voll.
Dann könnten wir doch spaßeshalber noch eine Geschütz... Was kommt denn jetzt überhaupt? Chimären mit Charger-Kanonen, mit Raketenwerfern und 15 Bomber. Okay, dann machen wir mal noch... wo haben wir sie denn? Hier. Noch eine Geschützzentrale. Hallo? Jo, wunderbar. Und was haben wir denn hier Schönes? Ionenschild, erschaffe Schadium. Das könnte uns doch vielleicht helfen. So, dann. Die schalte ich mal frei. Mehr Energie bringt uns zwar nichts. Aber wir können vielleicht sogar heute noch mehr Schadium erschaffen. Schauen wir mal. Je nachdem, wie wir im Levelaufstieg so sind. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn uns das Schadium dann irgendwann ausgehen sollte. Ready to go. Commencing. So. Das ist eine ganz schön beachtliche Batterie, was wir hier haben. Hehe. So, komm, bau fertig. Hervorragend. Dann mache ich mal. Achso, wir können nicht weiter raus. Stimmt, da war ja was. Okay, dann mache ich mal 1, 2. 1, 2. Und dann mache ich noch schwere Geschütze mal noch ein paar her. Hier außen geht nicht, ne? Außerdem haben wir kein Schadium mehr. Jetzt warten wir noch, bis die kurz gebaut sind. Und dann würde ich vorschlagen, lassen wir den nächsten Stoßtrupp mal rein, oder? Wir haben ja schon 4 von 6 Wellen, haben wir ja schon. Oder ist das... Nee, das... Okay, wir brauchen kurz noch Energie vorher. Kraftwerk. Daher. Hallo? Ja. On it. Right away. Yes, sir. Ach, scheiße. Da kommt man nicht mehr hin, der. Okay, dann muss es halt hierher. Ist ja auch kein Problem. Bau beschleunigen wir mal noch eine Runde. Okay, das sollten wir gleich haben. Sehr schön. Dann kannst du mal weiter sammeln. Ich speichere mal wieder ganz kurz. Jo. Und Action. Give me a target. Jo, das Target kommt, Kollege. Alter. Wow, 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 yo. Yo, yo, yo. Ready to go. Take up profession. Weapon time loss. Take up profession. Weapon time loss. Take up profession. Okay, das ist jetzt eine ganz schön harte Nummer. Wie viel sind das? 20 Chimären mit Charger und 7 mit Oha. Oha. Komm. Komm, locker. Eieieiei. Das war jetzt echt eine harte Nummer. Alter Schwede. Eieieiei. Okay, wir brauchen wieder ein paar Geschütze. Ah, jetzt haben wir wieder Geldprobleme, weil ja ordentlich nachproduziert werden muss. Weiter. Alter Schwede. Das war eine harte Nummer. Was kommt denn als nächstes? 25 leichte Panzer mit Plasmakanonen und 35 Fighter mit Automatikkanonen. Okay. Wow. Das ist heftig. Dann würde ich vorschlagen, filmen wir den Rest mal hier mit Luftabwehr auf davor. Vorwärts. Wieder hinten zerstöre ich wieder. Die mache ich mal alle. Und baue da hinten dann noch schwere Kanonen rein. Der hier ist ja... Okay, erstmal reparieren wir hier.
Aber ich schicke euch jetzt alle auf die gleiche Position her. Miner, reporting for duty. So, zwei Einheiten kommen noch. Das wird eine Chimäre sein und ein Fighter. Sofern wir rechtzeitig das Geld dafür zusammenbekommen für den Fighter. Ja, und da wird er schon gebaut. Das ist gut, weil wenn der gebaut ist, können wir als nächstes uns um die Geschütze kümmern. Weil dann geht alles Geld wieder auf Speicher. Können wir mal ganz kurz spontan schauen. Ja, ein bisschen was haben wir schon noch. Hofft, es reicht für die letzten beiden Wellen. Ich bin gespannt, was dann in der letzten kommt, wenn hier 35 Fighter dabei sind. Ey. Ist ja abgefahren, hey. Oh, da wird noch einer gebaut. Okay. Schön. So, Luftabwehr kostet 300. Dann kann man schon mal eine setzen. Wir werden überlegen, ob ich den mache ich noch weg. Wir müssen nämlich auch ein bisschen anfangen, mit dem Geld auszuhalten. Zu haushalten. Aber diese Geschütze, die hier fast eh schon komplett im Arsch sind, die schenke ich mir einfach mal. So. Jetzt können wir mal nachrüsten. Und sparen währenddessen. I finished mining this site. Ein bisschen was haben wir schon noch, das ist okay. Mining's done. Energie reicht auch so weit noch. Wir müssten echt ein bisschen schneller sammeln hier, bitte. Dauert ja wieder ewig. Mann. Und mal einen Schluck trinken zwischendurch. I finished mining this site. Schaut's denn aus? Die sind schon noch voll hier, ne? Ja. Okay, die sind noch voll. Was macht der? Der ist noch voll. Zack. Oh, der ist bald leer. Voll, voll. Der ist noch fast voll. Okay. Ein bisschen Luftabwehr wieder. Keine weiteren Geschütze. Hier geht noch eins. Okay. Keine weiteren Geschütze. Und dann nicht genug Schadium. Wieso? Haben wir doch. Stell dich mal nicht so an. Wie sie alle aus dem Boden raussprießen hier auch. Dann mal wieder so ein schweres Kanönchen. Nicht genug Schadium. Mann, das dauert aber auch so lang hier. Mining's done. Riesenspaß im Glas. Ach so, das Geräusch kam hier von der vom Labor. Okay. Ja, sammelt ihr mal fleißig, genau. Dann wie viel hat die jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir hier noch 1, 2 auf jeden Fall. Und eine weitere müsste noch gehen.
Ja, gleich haben wir den nächsten verfügbar. Sehr schön. Hallo? Ja, oh, geht doch. Ich weiß noch nicht. Naja, da bauen wir mal lieber noch ein paar schwere Geschütze. 300, 300. Kostet alles 300, okay. Ja, na dann. Bauen wir jetzt nur noch ein paar schwere Geschütze, weil ich glaube nicht, dass die noch so Fußsoldaten bringen werden. I finished mining this side. Keine weiteren. Dann bist jetzt du dran. Ich habe den ganzen Tag schon so einen hässlichen Frosch im Hals. Ah, der hat mich auch auf Arbeit heute tierisch gestört schon. Mann. Sollst du hier die ganze Zeit rumlabern, hast aber die ganze Zeit irgendwas, was dich im Hals dran einfach nervt. Das ist echt schlimm. Mann, Mann, Mann. So, ich würde jetzt 1, 2, 3 Geschütze müssen wir noch bauen. Und dann würde ich die nächste Welle reinlassen. Ja, wir könnten vielleicht sogar 4 bauen. Schauen wir mal, wie viel das wir noch unterstützt bekommen. Hier ist die eine. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, müsste ja schön hinkommen eigentlich. Hier noch einen her. Und dann mache ich noch 2 weitere Luftabwehr da hinten reinkommen. Was soll der Geiz? Mach mal, weil es sind ja immerhin 35 Fighter dabei. Die leichten Panzer sind, glaube ich, eher weniger das Problem. Und jetzt müssen wir noch einmal kurz warten. Und auf die letzte Welle, da bin ich echt mal gespannt, was da kommt. So, gleich haben wir die Kohlen zusammen. Und Action. So, wenn der gebaut ist, dann lassen wir es wieder mal ein bisschen rumbeln. Where to? Das heißt, ich werde schon mal schnell speichern. Wer weiß ja nie, was dann da auf einen zukommt. Von daher. What is it? Ist der gebaut? Geh mal rein. Let's do this. Ist der gebaut? Komm schon. Und auf geht's. Commander. Dann lassen wir es ja mal rein. Thrusters activated. So, hier machen wir mal Mega-Action jetzt. Wow, 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 wow. Alter Schwede. So, komm hier unten. Alter Latz. Heieieiei. Okay, als nächstes 15 Fighter, 20 Chimären, 15 Soldaten, 15 schwere Soldaten und 10 Bomber. Okay, es wird ein bisschen nachproduziert. Ich mach mal hier mal wieder die kaputten bisschen weg. Das ist Luftabwehr. Ich überlege gerade, ich glaube, die Chimären breche ich mal lieber ab. Und baue lieber alles voll mit Fightern, was noch so geht. Ich meine, geht nicht mehr viel, aber man weiß ja nie, was da noch so kommt. Und im Endeffekt mache ich den noch weg. Das können wir so noch. Ah ja, komm, machen wir den. Machen wir die kaputten, machen wir alle mal weg. Wir haben genug Geld, glaube ich. Will ja auch alles gut vorbereitet sein. Ein paar solche Dinger hier haben wir ja noch. Von daher. Da sind auch noch 2 Beschädigte. So. Sehr schön. So, dann machen wir. Hallo? Ah, dieses Zentrum unterstützt nicht mehr. Okay. So, und jetzt hat erste Reihe Luftabwehr. Nicht genug Shardium, da müssen wir wieder ein bisschen abwarten. Die 6. Welle, die wird jetzt interessant, würde ich mal sagen.
so spontanerweise, wenn ich mir das so anschaue. Aber ich glaube, auch die kriegen wir locker unter. Wenn ich mal so angucke, wie es bis jetzt gelaufen ist. Ja, die Wartezeit aufs Geld ist halt immer die, die am längsten braucht. Dann darf ich auch zwischendurch mal kurz scannen. So. Ich hatte ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, kurzzeitig mal das Gefühl, dass das Spiel zu Ende ist, nachdem wir Catherine Morgan hier befreit hatten und so weiter. Aber es scheint weiterzugehen und wir haben jetzt endlich mal geile Einheiten dazu bekommen. So, damit es vielleicht auch wieder ein kleines bisschen mehr Spaß macht. Lassen wir uns mal überraschen. Weil es war, kurzzeitig war ich mal echt tierisch genervt von dem Spiel. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Weil es schon sehr, sehr, ja, chancenlos immer stellenweise war. Und das hat meistens dann doch genervt, wenn deine Mission, ich meine, ich habe die meisten Missionen, die ich nicht gepackt habe und immer wieder spielen musste, das habe ich ja auch gar nicht aufgenommen und geschnitten. Sondern ich habe es ja immer wieder von vorne gespielt und wieder aufgenommen und irgendwann bist du halt wirklich genervt. Einfach nur, weil das ist ja für euch dann auch irgendwann für den Arsch, wenn ihr immer und immer wieder seht, wie ich an der gleichen Stelle 20 Mal draufgehe oder so. Na gut, ganz so oft waren es immer nicht. Meistens waren so 2, 3 Versuche bei den richtig schweren Geschichten. Ein paar habe ich dann auch drin gelassen, habt ihr ja bestimmt auch schon mitgekriegt. Einfach nur just for fun, damit ihr auch mal seht, wie es aussieht, wenn ich mal versuche, gut zu spielen. Ach halt, hier unterstützt es nicht mehr. Das heißt, ich mache hier noch eine Luftabwehr. Nicht genug Schadium, okay, weil ich schau mal, wie viel das Ding noch machen kann. Dann setze ich hier vielleicht noch ein schweres Geschütz hin. Mhm. Keine weiteren. Und die haben... Keine weiteren. Keine weiteren. Keine weiteren. Okay, dann haben wir es Maximum ja im Endeffekt wieder rausgeholt. Das heißt für uns, wir speichern mal wieder. Und jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Jetzt kommt das große Showdown, Freunde. Und auf geht's! All systems go. Confirmed. Jetzt wird's hässlich. Maybe, maybe. Wow, 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 wow. Alter Latz! Okay. 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 Wow. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell neue Einheiten nachproduzieren. Sonst haben wir ganz schnell ein ernstzunehmendes Problem. Aber ich glaube, das... Ach, nö, nö. Ach, alles stressfrei hier. Komm, stressfrei. Ja, Mann. Auf zum Transporter. Wo müssen wir hin? Sind wir wieder ganz da runter, oder? Nee. Wo ist denn ein Transporter? Okay, wir müssen auf jeden Fall den Weg zurückgehen. Bring Daniel zum Transporter. Jo. Ach ja. Na klar, hier unten. Okay, dann... ist ja ganz gut, dass wir vielleicht nochmal aufrüsten. What can I do for you? Yes, sir. Fighter, reporting for duty. Ready to go. Weil dann können wir mit unseren Flugeinheiten nämlich erstmal alles platt machen. Was hier noch so rumsteht. Ja, hier kommen die ersten Feinde. Es ist kein Problem. Das kein Problem. Das auch nicht. Und Daniel, den lassen wir dann immer so langsam hinterherrücken. Deswegen mache ich den gleich mal zu Team 2. Aber das hat ordentlich gerumst hier. Mann, Mann, Mann. War schon cool.
Und ich sehe gerade, Daniel muss überleben, ist abgeschlossen. Das heißt, er muss ja gar nicht mehr überleben. Also nicht noch mehr. Weiß nicht, kann er jetzt draufgehen? Weil er ist ja eh ein Klon, von daher deswegen auch Nummer 2. Also Nummer 2 lebt noch. Naja. Schauen wir einfach mal. Der Bau dauert halt immer recht lang von den Einheiten. Ich guck mal, können wir ja noch ein paar in die Warteschlange schicken. Ready to go, yeah. Ah, die letzte Welle, die war geil. Wie es uns halt komplett unsere Flotte auf einmal mit einem Rums zerlegt hat. Hast du noch nie gesehen, sowas? Fighter, reporting for duty. I finished mining this. Jojo. Wir bauen halt so fleißig vor uns hin. Und wie das Ganze dann weitergeht, liebe Freunde, in der nächsten Episode erfahren wir mehr. Von daher vielen Dank fürs Zusehen. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.